Wir geben der Rolex Submariner grünes Licht und zwar mit zwei besonderen Modellen komplett in grün. Und zwar haben wir die Submariner 16610, auch liebevoll genannt Kermit Transitional Modell, also noch nicht die 16610 LV, sondern 16610T in der Referenz, wenn wir es ganz genau nehmen. Und auf der anderen Seite haben wir die liebevoll Starbucks genannte 126610 LV. Das ist die aktuelle Submariner in grün. Und wo die Unterschiede zwischen den beiden Uhren liegen, zeige ich euch jetzt. Wir haben auf der einen Seite eine Kermit. Die Kermit ist aus 2003. Da wurde sie zum 50-jährigen Jubiläum von Rolex das erste Mal gebaut. Und als sie zum ersten Mal, ja, sag ich mal, vorgestellt wurde, waren die Leute erstmal sehr enttäuscht. Weil zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Toolwatch von Rolex in irgendwelchen Farben, außer die GMT Master. Die hatte aber eine Funktion zu erfüllen. Und mit der Submariner in grün kam zum ersten Mal Farbe in eine Toolwatch von Rolex, wo die Leute einfach gesagt haben, das passt einfach nicht zu einer Taucheruhr, das kann man nicht machen, das ist viel zu verspielt, das ist viel zu, ja, ich sag mal, viel zu kindisch dafür, dass es eigentlich eine ernstzunehmende Uhr sein soll. Und die Farbe, das war ganz interessant, wieso grün, warum hat man nicht gelb oder blau gleich genommen? Ganz einfach, Rolex hat eine ganz, ganz wichtige Geschichte mit grün. Eigentlich ihre Boxen waren immer grün und deswegen grün als Farbe gewählt für dieses besondere Jubiläumsmodell. Und damals war sie sehr kontrovers diskutiert. Heute sind aber die grünen Submariner deutlich beliebter als die schwarzen, werden auch höher gehandelt. Sowohl die alten Referenzen als auch die neuen Referenzen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Uhren? 15 Jahre liegen zwischen diesen zwei Uhren und das sieht man auch und man spürt es auch. Auf der einen Seite haben wir bei den Uhren die andere Schließe. Beide haben zwar schon den Sicherheitsbügel, aber bei der Kermit haben wir einfach noch diese Brick-Schließe, die aussieht wie so Ziegelsteine versetzte, die auch aus Blech ist. Wenn man es öffnet, sieht man relativ gut, dass das noch die Blechschließe ist. Wir haben hier ein relativ cooles System und zwar die Tauchverlängerung. Funktioniert hier über Knopfdruck, kann man die öffnen. Pass auf, wenn ich hier so reingehe, wir haben hier einen Knopf. Das ist aber, muss man auch sagen, noch ziemlich besonders und ziemlich schwierig zu treffen. So. Und die Tauchverlängerung funktioniert so. Ist auch eine ziemlich coole Ergänzung zu den alten Referenzen, zu der Nicht-Transitional 16610. So etwas Ähnliches hat die Starbucks auch später bekommen. Und zwar nennt sich das Glide Lock. Und das ist eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, technologisch die coolste Schließe, die Rolex so zu bieten hat. Und zwar haben wir hier, wenn wir nach oben ziehen, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennen kann, wenn wir die ausrasten, können wir die Schließe in mehreren Positionen neu stellen. Das heißt, mit einer einfachen Bewegung hast du relativ viel Spiel, um die Größe der Uhr zu variieren. Außerdem haben wir hier schon die große Sportschließe mit dem Sicherheitsbügel. Beide haben ein Oysterband, was man aber merkt, wenn man sie trägt. Wir haben einmal hier das vollständig massive Oysterband. Bei der Kermit haben wir noch ein teilweise hohles Oysterband, was der ganzen Uhr noch ein bisschen Vintage-Feeling gibt. Look and feel bei der Uhr insgesamt viel Vintage-lastiger. Wir haben auch hier diesen besonderen Hornschliff von Rolex noch, der sehr schön in Schuss ist bei diesem Modell. Im direkten Vergleich wirken die Uhren fast gleich groß. Durch die höhere Aufbauhöhe der Starbucks ist sie insgesamt eine etwas schwierigere Uhr zum Tragen. Außerdem ist die Uhr mit 41 mm nochmal einen Ticken größer, trägt sich also auch größer. Gerade für Leute, die aber auch auf große Ohren gerade für Leute, die große Uhren gerne tragen, ist die Starbucks mit Sicherheit die bessere Wahl. Wer aber den Vintage-Lifestyle lebt und sagt, Vintage ist so voll sein Ding, das verstehe ich bei der Uhr auch zu 100%. Für den ist die Kermit definitiv eine der besten Uhren, zu der man greifen kann. Und was man über die Kermit sagen muss, über die verschiedenen Jahre, wo sie gebaut wurde, wurden verschiedene Grüntöne ausprobiert. Und die hier hat jetzt so einen olivgrünen Stich, was die Kermit eigentlich thematisch auch ein bisschen von den anderen grünen, neueren Submariner Modellen unterscheidet. Eine Farbe, die ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde und in meinen Augen auch das schönste Grün, das je in einer Submariner verbaut wurde. Dann haben wir natürlich hier die Starbucks, das Vorgängermodell.
hatte noch ein grünes Zifferblatt, die hat allerdings schon das schwarze. Die andere Uhr wurde nämlich liebevoll halb genannt, das war die vollgrüne und sie wird sogar heute ein bisschen höher gehandelt als die Starbucks. Insgesamt zwei richtig nice Uhren und die, wenn wir jetzt noch die halb hätten, hätten wir ein komplettes Trio, das wäre natürlich cool. Da ist jetzt die Frage, welche von den beiden Uhren wäre eher was für euch oder wäre es dann doch die halb? Schreibt es in die Kommentare, folgt uns, abonniert uns und kauft die Uhren jetzt sofort!